als junger Mann habe ich gemerkt, der PC verursacht eine Revolution. Ich konnte daran aber nicht teilnehmen, denn in der DDR, da gab es ganz wenig Rechentechnik und die war entweder total veraltet aus eigener Produktion oder modern, aber ganz schwer zugänglich. Da konnte man nicht viel tun. Und als nach der Wende war die PC-Revolution praktisch schon vorbei. Es war etwas ganz Normales, ein PC. Und als das Internet kam, habe ich gespürt, das ist wieder so eine Gelegenheit und diesmal lasse ich sie mir nicht entgehen. Ja. Also ich war das erste Mal in der Nacht noch in West-Berlin und habe gedacht, okay, jetzt also muss ich jetzt zusehen, wie ich neben dem Studium noch irgendwie versuche, eine kleine Firma zu starten. Und kurz nach dem Mauerfall bin ich in Franken, vorwiegend um Nürnberg herum und in Bayern herumgetrampt. Also ich hatte auch kein Auto, ja, wirklich so. Ja. Und habe Computergroßhändler besucht und versucht, jemanden zu finden, der mir einen Warenkredit gibt oder der irgendwie versucht, mit mir ein kleines Joint Venture in Jena aufzubauen. Und ich habe tatsächlich einen gefunden, der war selbst aus der DDR und der humpelte, hatte eine Krücke. Und hat mir dann gesagt, ich wäre der erste Unternehmer, der aus dem Osten, oder möchte gern Unternehmer, der aus dem Osten zu ihm kommt. Da war ich 19 Jahre und hatte Jeans und Cowboystiefel und lange Haare. Und ja, es ist ein Wunder aus heutiger Sicht, dass mich jemand ernst genommen hat. Aber wenn man es lange genug probiert, findet man jemanden. Und dann haben wir überlegt, okay, kann man das Internet vielleicht für andere Dinge als nur Informationsbeschaffung verwenden? Ja, haben später Venture-Kapital eingeworben und dann entstand daraus Intershop. Aber wir haben tatsächlich mit einer Firma Kontakt aufgenommen, die sagt, sie machen etwas Neues, nennt sich Venture-Kapital. Hatte ich noch nie gehört damals. Und diese Firma, die ist Technologie-Holding, die hat tatsächlich dann die erste Million investiert. 1,4 Millionen Dollar. Und so. Ja, das war natürlich toll. Und die haben das nicht so ganz verstanden, was wir machen. Aber die haben gedacht, was auch immer es ist, es klingt toll und Internet ist in. Auf der Messe der Meister von Morgen in Leipzig. Das war die größte DDR-Technologie- oder Ostblock-Technologiemesse. Ja, da kamen auch Techniker aus Bulgarien oder Russland und so weiter, stellten dort irgendwelche Neuentwicklungen aus. Dort waren Industrieroboter ausgestellt, unter anderem ein Industrieroboter, der das DDR-Einheitsanzugsmodell Präsent 20, das für die Parteibonzen, ja, der das in höheren Stückzahlen nähen sollte, ja, weil die waren so schwer zu bekommen. Und ich hatte erst mich sehr dafür interessiert. Und dann habe ich mitbekommen, dass abends an denen weiterentwickelt wird. Da habe ich mich abends dann mal hingeschlichen und habe gefragt, ob ich eine Weile zugucken kann. Ich habe dann gesehen, dass die so früh in der Entwicklung von dem Ding waren. Das zerriss immer die Anzüge. Das zerriss die Hosen. Das war einfach witzig. Also diese scheinbare Industriemacht DDR mit den Industrierobotern, es war alles Show. Also ich habe ja praktisch seit dem Zeitpunkt, als wir das Kapital für die Intershop-Idee bekamen, mehr oder weniger den größten Teil meiner Karriere in den USA verbracht, mit viel Zeit auch in Deutschland. Ja? Bin immer hin und her. Und ich hatte dadurch eine interessante Perspektive, die eben nicht nur innerdeutsch war, sondern auch so ein bisschen von außen und habe viel von Amerikanern und anderen gehört, wie sie das so sehen. Und also für mich war es so, dass die blühenden Landschaften ganz klar sich entwickelten und ich das auch sehr früh schon gesehen habe, also trotz aller Ungeduld über die Geschwindigkeit, mit der das passiert. Ich fand, dass die Einheit ein Segen für Deutschland war, auch schon sehr früh, als es noch viel Kritik dran gab. Und ich denke auch, dass sie alternativlos war, mehr oder weniger. Und heute würden viele diese Ansicht teilen, aber das hat sich erst über, sage ich mal, 25 Jahre entwickelt.